gerade gelesen, Stromausfall heute beim Fernsehturm in Berlin. Und juckt uns das? Nein. Und warum nicht? Wir sind in München. Und warum nicht? Wir sind beim Radio. Und warum nicht? Wir haben Strom. Wir haben sogar Telefon. Und Radio Today hat sogar einen, das was Berlin nicht hat, einen gebürtigen Berliner. Today 89,0. Du bist jetzt schon wieder live dabei. Wer bist du denn? Ich bin live dabei. Du bist live dabei, weil live ist live. Na, 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 na. Wie heißt du denn? Ich heiße Ferdinand. Wie heißt du? Ich heiße Ferdinand. Ach, Ferdinand. Was gibt's denn schönes, Ferdinand? Du klingst so jung. Wie alt bist du denn? Ich bin erst 14. Okay. Und was ist dein Anliegen? Ich habe ein Rasenmäher von Gardena und den brauche ich nicht mehr, weil ich den zu viel gekauft habe. Jetzt warte mal, warum hast du mit 14 einen Rasenmäher? Hast du auch einen Garten dazu, oder? Ja, ich habe einen Garten. Ich mache mit meinem Nachbarn mal Rasenmähen. Dann habe ich ihm einen Rasenmäher zu viel gekauft. Also mir selber zu viel gekauft. Ich bin in Achternstufe 5 München, das ist Obermenzing. Okay. Und deine Telefonnummer wäre, wer Interesse hat? Meine Telefonnummer wäre 089. Warte mal, ist es auch wirklich deine Telefonnummer? Das ist die von uns zu Hause. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dir das abkaufen soll. Sag mal die Wahrheit hier, Ferdinand. Das klingt mir ein bisschen strange hier, die Story. Nein, es ist wirklich so. Ich brauche das Geld. Will den loswerden, wirklich. Ja, aber nicht, dass irgendwo anders das Telefon klingelt und da Leute anrufen und die Leute sich belästigt fühlen. Nein, nein, das ist nein. Wirklich die Nummer. Hast du keine Handynummer oder so? Von wo rufst du denn gerade an? Ich rufe gerade von dem Handy von meiner Mutter an. Okay, und wie wär's mit der Nummer? Die Nummer, die wäre, warten Sie. Finde ich schön. Wäre 0151, da kann ich die Vorwahlgeschalt sagen. Okay, dann gib uns die Festnetznummer. Wir vertrauen dir. 089. Okay. So, also der Ferdinand hat angeblich einen Rasenmäher. Wer sich überzeugen möchte, ruft ihn an. Dann viel Glück und viel Spaß bei allem, was er macht oder beim Rasenmäher. Dankeschön, jetzt bin ich endlich mal durchgekommen. Hat mich richtig gefreut. Ja, okay, Ferdinand. Servus, gell? Ich bin durchgekommen. Danke. Ciao, tschüss. Bitte. Today 89,0. Die Best.